In Irland, da kommt kein Mädchen und erst recht kein Junge an ihm vorbei. Am irischen Stepptanz. Der ist in der Schule auf der grünen Insel sogar Pflichtfach. Stephen Carolan tanzt den irischen Stepptanz seit seinem 8. Lebensjahr. Inzwischen ist der 18-Jährige sogar Weltmeister und tanzt als solcher in der Tanzformation Rhythm of Dance, die derzeit durch Mitteldeutschland tourt. Es sieht immer so verdammt leicht aus, wenn die Tänzer aus Irland über die Bühne steppen. Der Oberkörper bewegt sich kaum, dafür umso mehr Beine und Füße. Der irische Stepptanz hat inzwischen viele Fans und das weltweit. Zum Exportartikel ist er geworden, gleich mehrere Tanzformationen touren durchs Land. Rhythm of Dance ist eine davon. Dort tanzt auch Stephen Carolan, der ist gerade mal 18 Jahre alt, dafür aber schon Weltmeister. Der Weg dahin war steinig. Du musst 2 Stunden zu Hause arbeiten, neben dem eigentlichen Training in der Tanzschule, die 4-mal pro Woche stattfindet. Das musst du machen, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Das ist verdammt viel Arbeit. Einmal mit einem richtigen Weltmeister zusammen trainieren. Dieses Glück hatten die Mitglieder von Irish Feet Dresden und legten sich gleich richtig ins Zeug. Einmal pro Woche trifft man sich hier in der Freizeit. In Sachsen-Anhalt gibt es nur in Merseburg einen vergleichbaren Verein, die Albane School of Irish Dancing. Begeisterung ist überall mit im Spiel. Ich denke, die Begeisterung einfach für die Musik und für den Rhythmus und für die Dynamik einfach des Tanzens. Das ist das, was, denke ich, die meisten begeistert. Kaum vorstellbar. Profis schaffen es, in nur einer einzigen Sekunde bis zu 30 Klicks mit den sogenannten Softshoes zu machen. So schnell wirbeln die Dresdner zwar nicht übers Parkett, Lob von höchster Stelle gibt's trotzdem. Ja, die tanzen wirklich prima, lernen ziemlich schnell die Schritte und das ist gut für uns. Denn der nächste Auftritt sitzt Stephen Carolan zeitlich schon im Nacken, denn Rhythm of Dance wirbelt morgen Abend in der Händelhalle übers Parkett.